Also den Eindruck habe ich nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass das eine unglaublich große Wertschätzung ist, wenn unsere Außenministerin Karin Kneißl, die ja auf dem internationalen Parkett aufgrund gerade ihrer Diplomatie, die sie lebt, aufgrund auch ihrer Weltgewandtheit, ja, und aufgrund auch ihres Wissens und ihrer Einschätzungslage sehr geschätzt wird, dann ist das eine große Wertschätzung ihr gegenüber, wenn morgen im Rahmen ihrer Hochzeit auch der Präsident Russlands, in dem Fall als Privatgast, die Hochzeit besuchen wird, dann ist das auch eine Werbung für Österreich, für das Tourismusland Österreich, für das Tourismusland Steiermark. Ja. Ich meine, wir erleben ja jetzt fast schon eine hysterische Berichterstattung von manchen Medien, wo man sich nur wundern kann. Ne? Die Bevölkerung, glaube ich, sieht das anders und findet diese Wertschätzung auch sehr positiv und zeigt, dass wir wieder Brückenbauer sind in der Welt und an der Tradition Bruno Kreiskys angeschlossen wird von Karin Kneißl. Aber wenn man jemanden näher kennenlernt und gute Gespräche führt und eine Wertschätzung da ist, ja, warum soll man ihn dann nicht zu seiner Hochzeit einladen? Und wenn ich kirchlich heiraten sollte, dann wird vielleicht der zukünftige italienische Ministerpräsident und jetzige Innenminister zu meiner Hochzeit kommen. Wir haben eine langjährige Freundschaft und das ist ja etwas Gutes, wenn es diese Wertschätzung gibt.